Sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte, meine Damen und Herren, herzlichen Dank den beiden Organisatoren für die Einladung hier. Ich bin, und das muss ich vielleicht vorausschicken, von der ETH Zürich, aber eigentlich Sozialwissenschaftler. Ich glaube, das ist aber keine schlechte Ausgangslage, weil es ja bei diesem Thema in der Tat eben auch um die Verknüpfung von technischen Komponenten geht, die Elektronik, die Mathematik, aber auf der anderen Seite eben natürlich auch sozialwissenschaftliche Kompetenz gefordert ist. Sie sehen, ich bin hier eingeladen worden, einen Überblick zu geben über die Cybersituation Schweiz. Also habe ich eigentlich eine sehr breite Freiheit, welche Themen ich hier aufgreifen will. Ich möchte in den 10, 15 Minuten, die ich habe, eigentlich drei Elemente für Sie, uns alle aufgreifen, von denen ich denke, dass das vielleicht einen guten Start für die heutige Diskussion sein kann. Zuerst möchte ich uns allen die spezifischen Charakteristiken von Cyberrisiken in Erinnerung rufen und damit natürlich dann verbunden die Frage stellen, was für Herausforderungen gehen damit einher mit diesen Charakteristiken für eine Schutzstrategie gegenüber Cyberrisiken. Als zweiter Kernpunkt möchte ich hinweisen, zu sprechen kommen auf die dynamischen Veränderungen im soziotechnischen, politisch-militärischen Umfeld, insbesondere seit 2012. Wieso seit 2012? 2012 hat die Schweiz die erste nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken verabschiedet. Die Frage ist, inwieweit hat sich das Umfeld entwickelt? Sie werden sehen, ich bin der Meinung, das Umfeld hat sich äußerst dynamisch entwickelt seit 2012. Und der dritte Punkt ist dann ganz kurz ein Ausblick, was heißt das nun für die Weiterentwicklung dieser Schutzstrategie, was heißt das für die Schweiz? Zuerst also ein Kurzblick eigentlich auf, um was geht es hier überhaupt, wie präsentieren sich die Herausforderungen mit Blick auf Cyberrisiken. Und Sie sehen hier, was ich hier anzeigen möchte, ist, dass Cyberrisiken hochkomplex sind und multidimensional sind. Es handelt sich um vielschichtige Phänomene, die eben von Hacktivismus über Kriminalität, Spionage, Sabotage, allenfalls bis Terror und Krieg gehen können. Die Übergänge sind fließend, also die Kategorien sind, Risikokategorien sind schwer voneinander abzugrenzen, nicht zuletzt eben auch, weil wir oft Schwierigkeiten haben, zumindest auf der technischen Ebene, den Ursprung einer Cyberattacke überhaupt festmachen zu können. Woher kommt das? Was ist der Akteur dahinter? Was sind seine Motivationen? Das ist eine schwierige Frage, also das Problem der Attribution im Cyberraum. Und Sie sehen auch Multidimensionalität mit Blick auf Schadenskategorien. Wenn wir Mikrorisiken anschauen, dann stehen natürlich ökonomische Schäden, Reputationsschäden im Vordergrund. Aber es gibt auch den politischen Bereich, politische Schäden, gar physische Schäden. Sie sehen Multidimensionalität und das macht dieses Problem so komplex. Und das ist natürlich dann die Frage, was heißt das mit Blick nun auf die Formulierung einer Strategie zum Schutz gegenüber Cyberrisiken? Und Sie sehen, ich glaube, was ich hier abzubilden versucht habe, das ist auch eingeflossen eigentlich in die nationale Strategie, also dieses Kürzel NCS 2012. Hier wird eigentlich die Schutzfunktion gegenüber Cyberrisiken konzipiert als gemeinsame Aufgabe zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber Sie sehen natürlich, dass bereits, wenn man den Staat anspricht, wir es mit vielschichtigen Akteuren zu tun haben, sowohl auch in der Schweiz auf der Ebene des Bundes als auch auf der Ebene der Kantone. Auch wenn wir die Wirtschaft betrachten, dann haben wir unterschiedliche Voraussetzungen, Aufgaben mit Blick Großfirmen, KMUs, je nach ökonomischem, wirtschaftlichen Sektor stellen sich andere Rahmenbedingungen. Und letztendlich sind wir als Bürgerinnen und Bürger selbstverantwortlich für unsere eigene persönliche IT-Sicherheit. Und Sie sehen, entsprechend komplex ist dann auch, sind die Gegenmaßnahmen. Wichtig ist mir, es geht hier nicht nur um technische Gegenmaßnahmen im Sinne des der IT-Sicherheit, sondern es geht um eine breite Palette von organisatorischen, gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Maßnahmen. Ich glaube, das ist der Ansatz, der eben in dieser NCS, der Schutzstrategie von 2012 festgeschrieben worden ist. Gemeinsame Verantwortung, dann aber eben sektorielle Konzepte, beispielsweise für die Strafverfolgung und eben eine dezentrale Umsetzung, das ist bis anhin der Ansatz. Ich glaube, die Cyberstrategie muss sich weiterentwickeln, muss weiterentwickelt werden und das ist natürlich verbunden mit der Frage, wieso ist dem so
Und das ist der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Das ist die dynamische Entwicklung seit 2012, sowohl des soziotechnischen Umfeldes einerseits als auch des politisch-militärischen Umfeldes andererseits. Sie sehen hier den soziotechnischen, das soziotechnische Umfeld. Hier können wir feststellen, dass Cyberrisiken aufgrund der dynamischen Entwicklung dieses Umfeldes zugenommen haben und weiter zunehmen dürften. Sie sehen, hier geht es um die zunehmende Vernetzung der Schweizer Bevölkerung mit den Infrastrukturen in einem sich globalisierenden Umfeld. Es geht um Stichwort Internet of Everything. Sie haben hier die Stichworte aufgeführt: mobilere Vernetzung, Automatisierung der industriellen Produktion, netzwerkbasierte Steuerung von Systemen und Geräten, exponentielles Datenwachstum, Cloud Computing, Big Data. Und selbstverständlich gehen diese dynamischen Entwicklungen auch einher mit neuen Herausforderungen für das Thema der Sicherheit. Das heißt, Cybersicherheit wird an Bedeutung zunehmen, sowohl für den Staat als auch für die Wirtschaft, auch für die Gesellschaft. Und das ist natürlich für einen hochentwickelten, hochindustrialisierten, technisierten Staat, eine Gesellschaft wie die Schweiz, äußerst relevant, weil die Verwundbarkeiten entsprechend eben auch angestiegen sind. Sie sehen kritische Sektoren, die ich hier einige aufgelistet habe, haben alle mit dieser natürlich vermehrten Bedeutung von Cybersicherheit zu tun. Also Sie sehen bereits, der soziotechnische Kontext hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch weiterentwickelt und wird sich auch in Zukunft dynamisch weiterentwickeln. Jetzt mit Blick auf die heutige Fragestellung eben Cybersicherheitspolitik. Wahrscheinlich noch eher wichtiger ist die aktive Entwicklung im politischen und militärischen Kontext. Also da sehen wir einen Trend hin zu einer Politisierung und Militarisierung von Cyberkonflikten. Man kann sich heute kaum eine sicherheitspolitische Herausforderung vorstellen, die auch nicht eine Cyberkomponente haben könnte. Also wir sehen, das wird im Übrigen auch im Entwurf des sicherheitspolitischen Berichtes 2016 so festgehalten. Das heißt, wir sehen in den vergangenen Jahren eine gewisse Verschiebung weg von den Mikrorisiken hier zu den Makrorisiken. Und Sie sehen, das ging einher auch mit solchen wichtigen auslösenden Momenten. Ich glaube, ganz wichtig war sicher Stuxnet 2010, eine Cyberattacke eben auf das iranische Nuklearprogramm, das natürlich die Politisierung und Militarisierung eigentlich richtig in das Bewusstsein der Politik gebracht hat. Snowden-Affäre 2013, das Ausmaß eben auch der Spionage im Cyberraum. Aber denken Sie auch an Konflikte nichtstaatlicher Natur, Phänomene wie die Gruppe ISIS, die zwar das Internet nicht nützt für Cyberattacken direkt, aber es trotzdem den Cyberraum natürlich nützt mit Blick auf Rekrutierung, Finanzierung und auch Propaganda. Und wir sehen auch staatliche Akteure, wenn wir an die Ukraine-Krise 2014 und laufend denken, eben, dass natürlich das militärische Vorgehen hier begleitet gewesen ist von Cyberoperationen und auch massiver Desinformation und Propaganda. Sie sehen also Politisierung, Militarisierung, politische Dimension, sicherheitspolitische Dimension, die eben wichtiger geworden ist, aufmerksam erlangt hat. Und die Frage ist nun, wie haben die Staaten generisch, ich schaue weit über die Schweiz hinein, reagiert auf diese Herausforderungen. Und wir sehen auf der einen Seite eine Bemühung um mehr Kontrolle im Cyberraum und die Staaten entwickeln eigentlich Cybersicherheitspolitiken. Sie sehen, was Staaten fürchten, ist, dass Cybervorfälle ein Eskalationspotenzial haben könnten, das dann in größere Konflikte münden könnte. Und sie bemühen sich daher um eine Stabilisierung eben ihrer Cyberbeziehungen aus staatlicher Perspektive. Sie sehen zwei Kernelemente, die im Zentrum stehen. Auf der einen Seite sehen wir, dass Staaten Cyberabschreckungs- und Verteidigungsstrategien aufbauen. Ich habe gestern noch den Military Balance des International Institutes for Strategic Studies angeschaut und da habe ich eigentlich feststellen können, dass im europäischen Umfeld innerhalb der letzten 3-4 Jahre praktisch alle Staaten eine Cyberverteidigungsstrategie entwickelt haben. Sie sehen die Themen, es geht um defensive operationelle Fähigkeiten, es geht um neue Strukturen, Kommandostrukturen, es geht um steigende Rüstungsausgaben, im Übrigen sehr intransparent. Wir haben jenseits der Zahlen, die genannt wurden für die USA, sehr wenig Klarheit, wie viel die Staaten eigentlich in diesen Bereich investieren.
Komplementär dazu sehen wir auch ein Bemühen einiger Staaten um die Entwicklung von Cybernormen. Auch das ist natürlich eben zur Stabilisierung gedacht. Sie sehen hier das Thema, das breiteste Thema ist die Frage der Internet Governance, wo man sich auf staatlicher Ebene nicht einig ist. Multistakeholder-Ansätze versus mehr Kontrolle. Wir haben völkerrechtliche Entwicklungslinie. Wie kann man überhaupt eine Cyberwaffe definieren? Gilt das Völkerrecht auch im Cyberheim? Wir sehen vertrauensbildende Maßnahmen, die OECD, die sich hier beispielsweise bemüht hat, daran hat sich die Schweiz auch beteiligt an diesem Prozess. Wir sehen Rüstungskontrollbemühungen. Natürlich liegt der Fokus im Moment beim Cyberabschreckung und Cyberdefense, aber eben die ganzen Fragen von Normbildungen sind ebenfalls wichtig. Sie sehen also, wir sehen sowohl der soziotechnische Kontext hat sich dynamisch weiterentwickelt, als auch der politisch-militärische Kontext. Und ich glaube, daraus ergibt sich nun die Frage, was heißt das für die Weiterentwicklung der Schutzstrategie in der Schweiz? Das werden die nachfolgenden Referenten noch vertiefen. Ich möchte es eigentlich bei dieser Darstellung hier belassen. Ich glaube, es braucht die Weiterentwicklung einer Gesamtstrategie, welche die Cyberrisiken in den Kontext einer umfassenden Sicherheitspolitik stellt und Sie sehen eigentlich alle Bereiche mitdenkt, also nicht nur auf Cyberresilienz und Cyberstrafverfolgung ausgerichtet ist, sondern natürlich auch den Bereich der Cyberfrüherkennung, Cyberdefense und Cybergovernance mit einbezieht. Es würde hier darum gehen, ein gemeinsames Verständnis und auch das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Instrumente hier besser verstehen zu können. Ich glaube, das ist die eine Herausforderung, Weiterentwicklung eigentlich dieser Schutzstrategie. Im Grunde genommen ist ein dezentraler Ansatz nach wie vor notwendig, weil es eben sich um eine sehr multidimensionale Herausforderung handelt. Trotz alledem glaube ich, dass es gewisse Schwerpunktbildungen braucht und Sie sehen, ich habe das versucht hier darzustellen, einerseits was operationelle, den Aufbau von operationellen Kapazitäten anbelangt, das sehe ich vor allem im Bereich Verteidigung, Armee einerseits und auch im Bereich der Früherkennung. Andererseits gibt es sicher natürlich auch ein Bedürfnis, diesen dynamischen Entwicklungen besser überhaupt zu verstehen. Das heißt, es braucht eigentlich eine gewisse Bündelung eben im Bereich der Forschung, Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Und ich bin daher dann sehr gespannt auf die Ausführungen von Divisionären Taylor, der eben auf die Cyber-Defense-Thematik näher eingehen wird und auch auf die Ausführungen von Staatssekretär De Lambrogia, der ja dann das Thema aus der Sichtweise von Forschung und Entwicklung beleuchtet. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte damit eine Grundlage für eine interessante Diskussion legen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen spannenden Abend. Vielen Dank. Applaus